für mich war es halt wie so eine ausweglose Situation. Ich hatte das Gefühl, hey, ich bin ständig in Gefahr. Ich kann eigentlich gar nicht mehr in der Schweiz leben. Ich muss irgendwo her, in Sicherheit. Die Leonie hat jahrelang gemeint, sie werde von unbekannten Tätern rituell missbraucht. Hat sie dir gesagt, du hättest Säugling geopfert? Ja, mit einem rituellen Schnitt quasi auch das Herz entnommen und das Blut getrunken. Entstanden sind die falschen Erinnerungen in der Psychotherapie. Es ist so weit gegangen, dass mit Leonie in einer namhaften psychiatrischen Klinik nächtelang ans Bett gefesselt hat. Wirklich an den Armen angebunden, links-rechts, an den Beinen links-rechts. Präventiv, weil gewisse Therapeutinnen die Leonie auf Grundlage von einer Verschwörungserzählung behandelt haben. In dieser Situation jetzt von meiner Schwester, es zerstört Leben. Unsere Recherchen zeigen, nicht nur Therapeutinnen und Ärzte haben sich in der Verschwörungserzählung verloren. Auch die Staatsanwaltschaft, die Polizei und die KESB. Dort müssen wir aufhören, müssen wir sagen, stopp. Das gibt's nicht. Jetzt, wo Leonie weiss, dass sie nicht Opfer von ritueller Gewalt, sondern von einer Verschwörungserzählung ist, rollen wir ihren Fall auf. Ich fände es extrem schlimm, wenn irgendjemand sich das Leben nimmt wegen so etwas, das gar nicht existiert. Es ist gut möglich, dass das aber passiert ist. Es dreht sich alles wieder nur um die ganze Gewalt, die nicht stattfindet, um den ganzen Kult, den es nicht gibt. Es macht mich kaputt. Es macht mich wirklich kaputt. Das ist ein Hilferuf von der Leonie aus dem Psychiatriezentrum Münsingen. Seit wir zur Satanic Panic recherchieren, stehen wir mit ihr im Kontakt. Die Leonie wird in der Klinik über Wochen jede Nacht ans Bett fixiert. Ich habe die letzten Nächte mehrfach geschrien. Gerannt. Ich habe gesagt, die müssen mich defixieren, ich halte es nicht mehr aus. Kann das sein? Ist Leonie tatsächlich fixiert worden, weil die Ärztinnen davon ausgegangen sind, sie würde von unbekannten Tätern bedroht werden? Hallo! Schön, hat es geklappt. Hast du es gefunden? Ja, super, merci. Die Ilona. Hallo Ilona. Ja, am besten gehen wir gerade rein, oder? Ist gut, ja. Seit der Sprachnachricht, die sie uns geschickt hat, sind ein paar Wochen vergangen. Und es geht Leonie wieder deutlich besser. Sie bringt einen Teil von ihren Akten mit. Austrittsberichte und Gutachten von verschiedenen Kliniken, Therapievereinbarungen, Gefährdungsmeldungen und Dokumente von Therapeutinnen. In diesen Akten schreibt die leitende Ärztin an die KESB: Leonie wurde für die Sekte gezeugt und für die Sekte von klein auf programmiert. Mehrmals fanden auch sodomistische Rituale statt. Die Täter verlustieren sich selber an den Kälbern. Später wird Leonie gefilmt, wenn sie von einem Hund, der vorher aufgegeilt wurde, penetriert wird. Für die Penetration durch ein Pferd wird sie auf einem Tisch platziert. In Voll- und Leermondnächten treffen sich die Männer in schwarzen Kutten und roten Augen auf dem Friedhof. Sie bringen im Kofferraum nackte Mädchen mit. Eines der Mädchen muss einen Fötus schlachten. Das Blut wird zur Reinigung getrunken, das kleine Herz gegessen. Bist du in einer Sekte gewesen? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Nein. Ich bin aufgewachsen, ganz normal, ohne irgendeine religiöse, satanistische, ohne eine Sekte, was auch immer. Gar nicht. Meine Mami ist ganz normal, meine Eltern, mein Papi auch, meine Schwester auch. Es hat gar nichts mit irgendeiner Sekte zu tun. Als Jugendliche ist Leonie psychisch krank geworden. Später hat man ihr geraten, eine Traumatherapie zu machen. So ist sie zu der Traumatherapeutin gekommen, wo alles angefangen hat. Bis du zu deiner Therapeutin gekommen bist, hast du noch nie etwas vom satanistischen rituellen Missbrauch gehört? Gar nicht, nein. Also ich würde sagen, nicht einmal irgendwie im Fernsehen oder irgendwo. Es war, glaube ich, dann halt einfach noch gar kein Thema gewesen, weißt du? Thema ist es erst in der Traumatherapie geworden. Die Leonie ist während 7 Jahren immer tiefer in den Verschwörungsglauben hineingerutscht. Sie hat am Schluss geglaubt, sie werde rituell missbraucht und von unbekannten Tätern verfolgt. Ihre Traumatherapeutin war so tief in dem Verschwörungswahn drin, dass sie immer wollte wissen, wo die Leonie ist. Aus Angst, sie könnte von den unbekannten Tätern gequält werden. Also es ist ja dann eigentlich so weit gegangen, dass ich von ihr getrackt wurde mit so einer Tracking-App. Sie hat dann immer gesehen, wo ich bin. Live eigentlich. Also, warte. Für das mal anschauen? Das ist so ein Screenshot zum Beispiel. Ich sehe, dass ich sehe, wenn du das Haus verlassen hast und wo du an bist. Ja. Und ich sehe da aber auch auf WhatsApp Nachrichten. Ich sehe da über 5'000 Nachrichten, die ihr da hin und her geschrieben habt. Also das ist ja, also zuerst mal, dass es übergriffig ist, dass sie dich trackt.
Total. Aber auch, da ist keine Nähe und Distanz mehr zwischen euch, oder? Das ist, sind alle miteinander per Du. Ja, ja. Wenn, schau, da hast du den Verlauf, das ist vom... Das ist unser Chatverlauf, also der ist endlos. Und das hat mir ja irgendwo am Anfang zumindest auch gut getan. Mhm. Und so bin ich in die Abhängigkeit reingekommen und habe dann auch ganz viel mit mir machen lassen, was ich sonst niemals gemacht habe. Ich hatte irgendwann so das Gefühl, ohne die Therapeutin kann ich nicht mehr leben. Mhm. Ohne sie habe ich niemanden mehr. Ja. Und sie hat das aber auch wollen. Sie hat gesagt, du sollst den Kontakt abbrechen zu deiner Mutter, zu deinen Schwestern, zu deinen Nächsten. Ja, weil die anscheinend ja alle so involviert waren. Also sie hat mir teilweise auch aus einem Buch vorgelesen von Alison Miller. Und dort drin hat sie auch einen Kalender. Je nach Datum wird halt... Säugling geopfert, oder dann ist nur quasi, dass die Frauen den Männern dienen, sagen wir mal so. Hat man dir auch gesagt, hat sie dir gesagt, du hättest Säugling geopfert? Ja. Also nicht nur quasi geopfert, sondern halt auch mit einem rituellen Schnitt quasi auch das Herz entnommen und das Blut getrunken. Also du hast geglaubt, du hättest das gemacht? Sie hat dir das gesagt, du hättest das gemacht? Ich kann nicht sagen, ob ich es wirklich geglaubt habe. Ich kann das so gar nicht sagen. Aber irgendwo habe ich mich auf jeden Fall schlecht gefühlt, weil ich es nicht so ganz gewusst habe, ob ich es vielleicht doch gemacht habe. Ja. Wir haben die Traumatherapeutin von Leonie mit dem Vorwurf konfrontiert, sie habe Leonie fehltherapiert und so die Situation von Leonie dramatisch verschlechtert, weil sie offensichtlich an die Verschwörungserzählung geglaubt hätte. Das ist ihre schriftliche Stellungnahme. Ich weise die erhobenen Vorwürfe entschieden zurück. Die Vorwürfe verkennen insbesondere, dass die Auseinandersetzung mit Standpunkten einer Patientin ein zentraler Teil jeder psychotherapeutischen Behandlung ist und nicht mit der Anerkennung dieser Standpunkte durch die behandelnde Person zu verwechseln ist. Sie sagt, sie hat sich einfach in deine Geschichte reinversetzt und hat das alles gar nicht geglaubt. Das käme alles von dir. Wenn sie das nicht geglaubt hat, warum hat sie dann eine Anzeige gegen die unbekannte Täterschaft gemacht? Sie hat mich auch nach Südafrika geschickt, in einen Schutzaufenthalt, damit ich Distanz hat zu diesen Tätern. Warum hat sie die Bücher mir gegeben? Also es macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man so etwas nicht glaubt, macht man das nicht. Wir haben natürlich nachgefragt, was sie auf das sagt. Sie weist auch diese Vorwürfe zurück. Für die Therapeutin ist die angebliche Bedrohung, die von diesen unbekannten Tätern ausgeht, offenbar so real gewesen, dass sie mehrere Gefährdungsmeldungen bei der KESB, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, gemacht hat. Es besteht eine latente Gefährdung. Aus Hinweisen aus der Therapie ist nicht auszuschließen, dass die Patientin im Rahmen von Kultritualen auch anderen Menschen Gewalt antut. Aus therapeutischer Sicht ist es wichtig, die Patientin länger, mehrere Wochen bis Monate, vor Übergriffen von Tätern zu schützen, Schutz vor Gewalt sowie vor den ständigen Programmierungen, bis sie besser stabilisiert ist. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Solothurn ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Was hat das für dich für Konsequenzen gehabt? Also zuerst einmal aus dem Nichts heraus überraschend einfach eine Hausdurchsuchung. Die haben wirklich alles auseinandergenommen, meine Handys mitgenommen, mein Laptop mitgenommen, alles Mögliche, irgendwie, was interessiert hat, mitgenommen. Und dann etwa einen Monat später habe ich eine Videoaussage, also eine Videoeinvernahme machen, wo ich dann aber eigentlich recht schnell abgebrochen habe, weil man als Opfer in diesem Sinne das Recht hat, nichts dazu zu sagen. Auch die Mutter und die jüngere Schwester von Leonie haben sie dieser Einvernahme antraben. Wir gehen jetzt zu der Mutter. Hallo, hallo, hallo. Sie zeigt ihr Gesicht nicht, weil sie eben Angst hat, dass die Anhängerinnen von dieser Verschwörungserzählung sie als potenzielle Täterin sehen. Bist du verhört worden? Ich bin der gehockt und zuerst habe ich gefragt, ja, um was geht es überhaupt? Ja, wir können euch das nicht so genau sagen. Ich bin dann mit der Leonie ein paar Tage auf einer Städtereise auf Neapel, auf Wunsch von der Leonie. Es waren ganz gemütliche 4 Tage, sie heimgekommen und dann ist das vielleicht 2-3 Wochen gegangen, habe ich die Vorladung gehabt. Sie wollten jedes Detail einfach wissen, wie die Reise verlaufen ist. Also wann sind ihr gegangen, wie haben ihr es gebucht, was haben ihr gemacht, wo haben ihr geschlafen, was haben ihr an diesem Abend gemacht, wo seid ihr gegessen? Welche Idee war es, dass ein internationaler Tätigkreis Leonie bedroht, ja, oder du mit denen im Austausch stehst? Genau. Mir ist es einfach schräg übergekommen. Warum soll ich fast über jede Minute von einer Reise Rechenschaft abgeben? Aber wenn ich den Polizisten gefragt habe, um was geht es eigentlich, hat er gesagt, wir können da nichts Genaues dazu sagen. Wir wollen es jetzt aber ganz genau wissen. Wenn es tatsächlich so Einvernahmen gegeben hat, dann gibt es auch Unterlagen dazu. Die Leonie hat die Akten von der Staatsanwaltschaft Solothurn angefordert. Du füllst hier 2 volle Akten, Aufnahmen, Videokameras. Also, jetzt, ich schlage einfach mal zufällig noch einmal auf. Das ist genau. Ist das die Leonie? Bist du das?
Hat man dich doch gefilmt, wie du rein und raus bist? Hast du das gewusst? Die Leonie ist also tatsächlich von der Staatsanwaltschaft Solothurn observiert worden. Ihr wird das alles zu viel. Sie geht mit Ilona spazieren, während ich mir die Akten genauer anschaue. Und ich kann nur eins sagen, ich kann es nicht fassen. Da haben sich einfach Leute gefunden, also du, der psychisch krank ist, der das glaubt, dann deine Therapeutin, die das immer voranstößt, der Staatsanwaltschaft, Herr, der sich für das einsetzt, der anordnet, dass man dich überwacht, der das auch durchgebracht hat und mit viel Leidenschaft da Fotos von dir hat und alles Mögliche von dir, wo du über mehrere Monate überwacht wirst, nicht nur das Telefon, sondern auch Kameras. Das ist bewilligt worden von einem Gericht. In dem Fall braucht man doch eine Therapeutin, die einen stützt, die einem klar macht, was ist real und was ist psychische Erkrankung. Wo die Frau Anzeige macht, ist klar, dass man von satanistischen rituellen Wahnsinn redet. Dort musste man aufhören, man musste sagen, stopp, das gibt's nicht. Die Therapeutin von Leonie hat die Kantonspolizei regelmäßig über die Therapiesitzungen informiert. Sie hat über 100 WhatsApp-Nachrichten und E-Mails geschrieben oder weitergeleitet. Zum Beispiel schreibt die Therapeutin einem Kantonspolizist, der in diesem Fall ermittelt: Gemäß Plan müsste heute ja Ritual sein, Abschlussfest und Mond. Meistens sind Mondrituale laut Patientin bei Friedhof Burg und finden zur dunklen Stunde statt, also nach Mitternacht. Kurze Info, heute Abend in einem Puff Treffen geplant, runder Tisch, genannt das Mädchen tanzt auf dem Tisch. Männer bieten Geld, der Meistbietende kommt dann zuerst dran und darf machen mit dem Mädchen, was er will, dann der nächste Mann. Außerdem, in Ukraine sei ein Mann der Gruppierung verhaftet worden, einer der drei Großen dort vom Ring. Und weißt du, es ist noch viel verrückter. Die Kantonspolizei ist nach den schrägen Hinweisen von dieser Therapeutin nachgegangen. Und nach Abschluss von diesen Ermittlungen wird eins glasklar. Dass die von Leonie gemeldeten Ereignisse und Übergriffe zu einem hohen Prozentsatz komplett ausgeschlossen werden können. Die Untersuchungsbehörden konnten kein einziges Treffen oder Ereignis zum Nachteil von Leonie feststellen. Trotz dieser Erkenntnis ist der Fall von Leonie bis heute noch offen. Wir haben die Staatsanwaltschaft Solothurn mit dem konfrontiert und sie gefragt, wieso sie Leonie aufgrund von einer Verschwörungserzählung observiert haben und Telefon abgelöst haben. Im Rahmen des Strafverfahrens wurden verschiedenste Ermittlungshandlungen vorgenommen, um die geäußerten Tatvorwürfe zu überprüfen. Praxisgemäß können jedoch zu einzelnen Ermittlungshandlungen eines laufenden Verfahrens keine Auskünfte erteilt werden. Wir fragen uns, wie die Therapeutin von Leonie an diese Verschwörungserzählung hat glauben konnte. Das wollen wir mit dem Jérôme Endras besprechen. Er ist forensischer Psychologe und Experte für Extremismus. Grüezi, sehr erfreut. Ja, Sie haben die Unterlagen schon anschauen. Genau. In diesem Fall ist extrem viel schief gelaufen. Wie kann das sein, dass Psychotherapeuten aufgrund von einer Verschwörungserzählung therapieren? 30-50% der Gesellschaft hat eine Ansprechbarkeit auf Verschwörungserzählungen, laut empirischen Studien. Und dann ist es nicht weiter verwunderlich, dass man das auch bei Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten antrifft. Man kann empirisch zeigen, dass je intelligenter die Menschen sind, desto weniger sie darauf ansprechen. Aber es gibt noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel, ob man so eine Neigung zu esoterischem Glauben hat. Auch wie stark ausgeprägt Selbstbewusstsein ist. Also es sind verschiedene Faktoren aus dem Bereich von der Intelligenz und von der Persönlichkeit, die am Schluss einen eher dazu disponieren, eine Ansprechbarkeit zu haben auf Verschwörungserzählungen oder halt weniger. Verschwörungserzählungen haben nichts in der Psychiatrie, in der Medizin allgemein und in der Psychotherapie verloren. Sie sind nur destruktiv. Wieso hat man denn die Verschwörungserzählung immer wieder weiter übernommen, von Institution zu Institution? Ich denke, ganz vieles davon ist nicht bewusst passiert. Ich denke, ganz vieles davon sind Leute, die gedacht haben, sie machen einen richtigen Job, indem sie einfach das übernommen haben, was die Leute schon vorher geschrieben haben. Das ist das effektiv Toxische von so Verschwörungserzählungen. Dass, wenn einmal die Saat gesät ist, dass viele Nachbehandelte gar nicht mehr merken, dass sie auf Grundlage von einer Verschwörungserzählung etwas auslösen oder entsprechende Schritte einleiten. Hey, ich glaube, im Fall von Leon ist das genau so passiert. Man hat die Verschwörungserzählung einfach immer wieder, immer weiter
erzählt, übernommen in den Akten. Ihre Therapeutin hat sie zu Berufskolleginnen geschickt, die ebenfalls an die Verschwörungserzählung glauben. Ein sogenannter Tatsachenbericht, den die damalige leitende Ärztin von der Privatklinik Meiringen geschrieben hat, ist in ein psychiatrisches Gutachten über die Leonie eingeflossen, wo wiederum eine Entscheidungsgrundlage für die KESB war. Offenbar hat niemand das Schriftstück hinterfragt. Nach diesem Klinikaufenthalt erfolgte durch die Täter eine intensive Nachprogrammierung mittels Strom und Drogen. Elle möchte aus der Sekte aussteigen. Sie wurde mehrmals von ihrer Mutter und ihrer Schwester zu internationalen satanistischen Treffen begleitet, an denen sie sexuelle Wünsche erfüllen musste, während Mutter und Schwester einen Stadtbummel erlebten. Die ehemalige leitende Ärztin von der Privatklinik Meiringen, die diesen Bericht verfasst hat, will keine Stellung dazu nehmen. Die Leonie war mehrmals stationär zu Meiringen und ist von dieser Ärztin behandelt worden. Du würdest sagen, in der Psychiatrie Meiringen hat man an den satanistischen rituellen Missbrauch geglaubt, während du da warst. Und man hat dich auf das therapiert. Also definitiv. Also therapiert hat man mich drauf und daran geglaubt hat man auch. Also vielleicht nicht alle, aber dort, wo ich war, auf jeden Fall. Also man hat Angst vor Tätern, wo es aber keinen Hinweis gibt, dass es die überhaupt gibt. Ja, eigentlich haben sie den Wahn erst ausgelöst. Ich hatte den ja gar nicht gehabt. Ich habe ja gar nicht gedacht, dass da irgendwelche Leute sind, die mich verfolgen. Das habe ich erst bekommen, weil sie mir das immer wieder gesagt haben. Es hat nicht einen Klinikleiter gegeben oder einen Chefarzt, der eingeschritten ist und gesagt hat, hören Sie mal auf mit dem Seich. Nein, leider nicht. Wir haben den verantwortlichen ärztlichen Direktor der Klinik gefragt, wie solche Berichte unter seiner Leitung entstehen konnten. Das hat er uns schriftlich geantwortet. Mein Führungsverständnis basiert auf Vertrauen, nicht Kontrolle. Ich setze deshalb voraus, dass diese Fachperson in leitender Position entsprechend dem wissenschaftlichen Fachstandard arbeitet sowie handelt und ich dieser Führungsperson vertrauen kann. Nicht nur für Leonie, auch für ihre Familie sind die vergangenen 7 Jahre der Horror gewesen. Ihre Schwester, Carmen, erinnert sich an ein Gespräch mit Thomas Reisch, dem ehemaligen ärztlichen Direktor vom Psychiatriezentrum Münsingen. Auch dort war Leonie mehrmals stationär. Der Thomas Reisch sei davon ausgegangen, dass Leonie Opfer eines satanistischen Täterkreises ist und habe auch sie als Schwester in Gefahr gesehen. In diesem Gespräch wurde gesagt, sie müsse davon ausgehen, dass ich potenziell ja auch betroffen bin von dieser ganzen Geschichte, dass ich auch ein Opfer bin oder immerhin ein Überbringer von Botschaften. Ich habe selber darüber nachgedacht, was in meinem Leben passiert ist, wie ich aufgewachsen bin, was ich erlebt habe. Und einfach muss ich sagen, ich bringe das, was mir hier gesagt wird, präsentiert wird von der Klinik, nicht in Einklang mit meinem Leben. Das passt für mich nicht. Ich bin eine gesunde Person und ich sehe die Probleme, die die Klinik sieht, sehe ich in meinem Umfeld nicht. Und eben, wenn das ein Arzt einem sagt, dass das existiert, wie soll jemand, der psychisch angeschlagen ist, der jetzt im Fall von meiner Schwester schon über Jahre das eingetrichtert bekommt, dass der Täterkreis existiert, dann ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie man hier als betroffene Person noch rauskommen soll. Einfach in dieser Situation jetzt von meiner Schwester, es zerstört Leben. Und das kann nicht das Ziel sein von Behandlern. Wir haben Thomas Reisch mit all dem konfrontiert. Er hat uns als PCDM verwiesen, weil er dort noch angestellt sei. Das PCDM sagt, sie geben keine Auskunft zu einzelnen Mitarbeitenden. Schon vorher, im Sommer 2022, hat das PCDM mitteilt, dass er unter anderem wegen Führungsschwächen als ärztlicher Direktor der Abteilung Angst und Depression entlassen worden ist. Wurdest du gezwungen, auch mal jemanden, sage ich mal, zu töten? Ja. Ja, ganz häufig. Also ich glaube, in diesem Rahmen ist das auch schon fast Standard. YouTube ist voll von Frauen, die sagen, sie hätten rituellen, satanistischen Missbrauch erlebt und hätten müssen Kinder töten, zum Teil auch Herzen essen, also wirklich völlig verrückt. Der rituell satanistische Missbrauch, wo die sich Adrenochrom holen, wo die Kinder traumatisieren, wo die natürlich die Kinder schwängern, um wieder Föten zu haben. Zum Teil waren sie meine Lehrer. Darunter waren auch Ärzte. Dieses Ritual hat eigentlich dazu gedient, dass ich mit Satan vermählt werde. Ich musste dann diese Frau und dieses Kind umbringen. Das alles sei nur eine Verschwörungstheorie.
Mittels unterstem Schubladenjournalismus werden in dieser Serie all die Zeugen und Opfer als unglaubwürdig dargestellt. Zurück zu der Leonie. Wir sind auf dem Weg zum Psychiatriezentrum Münsingen. Von allen Fahrten ist das die schlimmste. Wieso? Ich glaube einfach, weil es am wenigsten lang her ist. Und weil es dort halt wirklich einfach so mega eskaliert ist. Du sagst aber, wenn es zu viel ist, wenn du nicht aussteigen magst, schon so, gell? Die Kesp Biel hat auf Empfehlung der Therapeutinnen eine fürsorgliche Unterbringung in der Klinik veranlasst. Auf unsere Anfrage weist der Verantwortliche der Kesp zurück, dass sie die Massnahmen aufgrund einer Verschwörungserzählung angeordnet haben. Da kommt der Fluchtinstinkt. Ja. Und trotzdem, hier in der Klinik zu Münsingen, ist Leonie zum Schutz vor den unbekannten Tätern ans Bett fixiert worden. Die Verantwortlichen der Klinik wollen zu dem Zeitpunkt vor der Kamera keine Stellung nehmen. Zum Fall der Leonie äußern sie sich aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht. Was du mir zuerst erzählt hast über das PZM Münsingen, konnte ich dir nicht glauben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in einer Psychiatrie in der Schweiz, die so einen guten Namen doch hat, dass man dort an einen satanistischen rituellen Missbrauch glaubt. Bis ich das Gutachten gelesen habe vom Dezember 21, wo drin steht, es kann stark davon ausgegangen werden, dass der heutige Täterkontakt, wie er von Frau berichtet wird, stattfindet und dass Frau immer noch massiver Gewalt ausgeliefert ist. Das, was ich jetzt hier geschrieben habe, ist ja eigentlich der Grund, warum man mich dann fixiert hat. Man hat dich zwangsfixiert und ich habe es auch nicht glauben. Man hat dich fixiert auf das Bett und ich will dir die Therapievereinbarung, die offizielle von PZM Münsingen, zeigen. Die Patientin darf auf die Nacht fixiert werden, wenn sie dies zum Schutz braucht. Die Fixierung bleibt jeweils bis am Morgen, auch wenn gewisse Anteile in der Nacht gelöst werden wollen. Die Patientin wird nicht rechtlich gegen die PZM AG vorgehen, wenn sie im Verlauf mit den oben genannten Punkten nicht mehr einverstanden ist. Ich habe eigentlich, die Matratze war bei mir immer im Bett, im Zimmer gewesen. Und 3 Wochen lang bin ich jede Nacht dort darauf angebunden worden. Und zwar eben eigentlich grundlos, was man gar nicht darf. Also aufgrund, dass du sie Angst gehabt hast, dass du zu den Tätern läufst? Genau, also eigentlich präventiv. Und dann wirst du halt einfach wirklich an den Armen angebunden, links, rechts, an den Beinen, links, rechts. Und dann hast du so an der Hüfte. Man hat dich fixiert, dass du dir selber nichts antust, weil du suizidal warst und in einem psychischen Wahn. Ja, also klar hat es Tage gegeben, als ich suizidal war und wo man es deswegen hat machen musste. Aber es hat viele Tage gegeben, als ich nicht suizidal war, sondern wo es präventiv war. Und das ist ja auch eigentlich die Basis der Therapievereinbarung, wo ja drin steht, dass ich zu meinem Schutz wegen der Täter fixiert werde und nicht wegen Suizidalität. Es war ja auch Thema, eigentlich, dass ich ins Ausland sollen, für längere Zeit auch gegen meinen Willen ins Ausland sollen. Und zwar außerhalb Europa, für 1-2 Jahre mindestens. Also es ist dort auch geprüft worden von der Klinikseite her, mit der KESP, ob das rechtlich umsetzbar ist, dass man mich zwingt, ins Ausland zu gehen. Quasi zu meinem Schutz. Ich lese das sehr gerne vor. Man hat nämlich Massnahmen vorgeschlagen. Und zwar haben sie geschrieben, empfohlene Massnahmen für dich. Und zwar ein Schutzaufenthalt in einem sicheren Bezirk außerhalb der realen oder erlebten gefürchteten Reichweite der Täterschaft, außerhalb Europas, wie zum Beispiel in einer Gastfamilie in Südafrika. Die Dauer ist schwer vorauszusagen, kann gut 1-2 Jahre oder länger notwendig sein. Genau. Also man hat wirklich eigentlich alle Mittel und Wege probiert zu finden, um mich dorthin zu bringen. Und dann kann mir niemand mehr sagen, dass man das nicht geglaubt hat oder dass man das nicht wollen hat oder irgendetwas. Mein Leben hat sich durch die ganze Sache extrem das hat's geprägt und es geht mir auch deutlich schlechter wegen dem. Wir haben von dir Tonaufnahmen bekommen, wo du fixiert worden bist, wo du nicht mehr hast leben wollen. Ja. Für mich war es halt wie so eine ausweglose Situation. Ich hatte das Gefühl, hey, ich bin ständig in Gefahr. Ich kann eigentlich gar nicht mehr in der Schweiz leben. Ich muss irgendwo her, in Sicherheit. Aber ich will ja gar nicht weg von meiner Familie, ich will nicht weg aus der Schweiz. Für mich hat es einfach keinen Ausweg mehr gegeben. Und somit ist es mehr als eines dann halt auch wirklich zu Handlungen gekommen, die nicht gut waren. Ich fände es extrem schlimm, wenn irgendjemand sich das Leben nimmt wegen so etwas, das gar nicht existiert. Das darf nicht passieren. Es ist gut möglich, dass das aber passiert ist. Ich habe den Untersuchungsbericht vor mir, wo die Vorgänge am PZM Münsingen
genauer angeschaut hat und man stellt fest, die Verschwörungserzählung ist eingeflossen in die Therapie. Therapeutinnen der DIS-Intensivpatientinnen glauben, dass die Patientinnen von Tätern und Tätergruppen über lange Zeit ihres Lebens intensiv verfolgt, bedroht, überwacht und misshandelt werden. Objektive Beweise dafür, dass real feststellbare Verletzungen wirklich von Dritten zugefügt wurden, können nicht erbracht werden. Das liege gemäß den Therapeutinnen daran, dass diese Täter äußerst raffiniert vorgehen und außerdem Verbindungen zu höchsten Polizei- und Justizkreisen hätten. Bei dieser Überzeugung handelt es sich um Vorstellungen, die nach meinem Eindruck wesentlich stärker bei den Therapeutinnen ausgeprägt sind als bei den Patientinnen selbst. In den letzten 3 Jahren haben 3 Patientinnen, die mir das eben erzählt hat, Suizid begangen. Inwiefern das auf die Verschwörungserzählung zurückzuführen ist, kann man nicht genau sagen. Weil es spielt bei einem Suizid immer mehrere Faktoren eine Rolle, sagen die Fachleute. Wir von der PZM AG, wir haben verstanden. Aufgrund des Untersuchungsberichts, den der Kanton Bern angeordnet hat, geben die Verantwortlichen von der Klinik und vom Kanton eine Pressekonferenz. Die Lona war dabei. Zu einzelnen Fällen wie dem von der Leonie will der Klinikdirektor immer noch nichts sagen. Im PZM dulden wir keine Form von Verschwörungstheorie und keine entsprechenden Therapien. Dafür stehe ich persönlich ein. Auch eine interne Analyse bei uns zeigt, das Thema hat bei einigen Intensivpatienten und Patienten mit Traumafolgen und Borderline-Störungen in der Behandlung eine Rolle gespielt. Hat das PZM vor, sich bei diesen Patientinnen zu entschuldigen? Falls Patientinnen oder Patienten und Angehörige das Gespräch mit uns suchen oder wünschen, sind wir jederzeit sehr gerne bereit. Das Angebot machen wir auf jeden Fall in diesem Bereich. Und dann werden wir gemeinsam schauen, was die Lage ist und wo wir unterstützen können. Und ich glaube, diesbezüglich würde ja einfache Entschuldigung oder so viel zu kurz greifen. Merci. Herzlichen Dank. Dann würden wir hier die Pressekonferenz abschliessen. Welche Massnahmen hat jetzt PZM getroffen? Die Diagnose von der dissoziativen Identitätsstörung darf nur noch vom Chefarzt gestellt werden. Es gibt ein neues Stationskonzept und es hat natürlich auch personelle Konsequenzen gehabt. Das bedeutet, es gibt jetzt eine neue Leitung, neue Mitarbeitende und es sind auch Menschen entlassen worden. Aber es ist davon auszugehen, dass die Leute jetzt einfach an einem anderen Ort genau so weiter therapieren. Ein paar Wochen später konnte Leonie mit den Verantwortlichen vom Psychiatriezentrum Münsingen reden. Das hinter verschlossener Tür. Wir holen sie ab. Hallo. Grüezi, Leonie. Wie war jetzt das Gespräch hier im PZM? Oh, es geht so. Haben Sie sich entschuldigt bei dir? Nein, entschuldigt in dem Sinne nicht. Aber immerhin ein paar Erklärungen, sagen wir es mal so. Also haben Sie zugegeben, dass Sie Fehler gemacht haben? Ja, das immerhin. Ja. Aber Sie haben eigentlich das meiste, sagen wir, ein Mitarbeiter in die Schuhe geschoben. Und ich kann es gerade noch nicht so richtig sagen, ich muss es ein bisschen setzen. Aber eine Entschuldigung in dem Sinne ist nicht gekommen. Das PZM will aus Persönlichkeitsschutz nichts zu dem Gespräch sagen. Die ganze Geschichte mit Leonie macht mich unglaublich traurig. Vor allem, dass sich niemand getraut hat, offen vor unsere Kamera zu stehen und sich zu entschuldigen für die Fehltherapie, die definitiv geleistet worden ist in diesem Fall. Aber was mich richtig hässig macht, ist, dass die Geschichte vom satanistischen rituellen Missbrauch immer noch von Therapeutinnen verbreitet wird und so vulnerable Menschen, die Hilfe in der Psychotherapie suchen, noch mehr geschädigt werden. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir wissen nämlich, wo die Therapien stattfinden und wer dahinter steckt. Wenn dich das interessiert, dann abonniere doch unseren Kanal.